Kolleginnen und Kollegen, ich hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Krankenhaus Bad Schwalbach erhalten, Drucksache 19/6192. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 61 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 45 aufgerufen werden. Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 40, Antrag der Fraktion der FDP betreffend digitale Bildung als Chance begreifen, Drucksache 19/6159, zusammen mit dem Antrag der Landesregierung. Nee, halt, der gehört nicht dazu, ist nur ein Antrag. Also Tagesordnungspunkt 40 und erster Redner ist der Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Digitalisierung ist in aller Munde, auch und gerade die Frage der Digitalisierung in der Bildung. Die Möglichkeiten der Digitalisierung, der digitalen Bildung sind eine Chance für unsere Gesellschaft. Neue Technologien und Methoden bieten Raum für Kreativität und Neugier und werden immer wichtiger für spätere Berufe. Deshalb ist das Thema der digitalen Bildung die zentrale Herausforderung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wegen der hierzu immer wieder zu hörenden platten Einwände aus der Reihe der Digitalisierungsgegner will ich gleich vorab klarstellen, Sie finden das auch in Ziffer 2 unseres Antrags, Digitalisierung alleine macht noch keinen besseren Unterricht. Diesen gewährleisten alleine gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Und an dieser Stelle muss man wegen der gegenteiligen Verhaltensweise der Landesregierung auch festhalten, Motivation unserer Lehrkräfte hat natürlich auch etwas zu tun mit Wertschätzung durch den Dienstherrn. Und da hat diese Landesregierung noch erheblich Luft nach oben. Meine Damen und Herren, wer wie diese Landesregierung durch zögerliches Handeln unseren Lehrkräften die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung etwa zum Zwecke der Binnendifferenzierung und damit der bestmöglichen Förderung jeder einzelnen Schülerin, jedes einzelnen Schülers vorenthält, der handelt unverantwortlich. So wird nicht nur unser Schulsystem von der gesellschaftlichen Entwicklung abgehängt, sondern so werden die Zukunftschancen unserer Schülerinnen und Schüler verspielt. Und die Untätigkeit der Landesregierung rührt ja nicht von Faulheit her. Das würde ich Ihnen nie unterstellen. Nein, aber in der Realität ist es fast noch schlimmer. Sie wollen es nicht. Das Programm dieser Koalition ist auch im Bereich der Digitalisierung, der Bildung nicht Fortschritt, sondern Stillstand. Sie haben es bewiesen, und Sie beweisen es immer wieder. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an Ihr Vorgehen bei der Behandlung des Themas in der Enquetekommission Bildung. Schon bei der Auswahl der von Ihnen benannten Sachverständigen wurde deutlich, Sie wollen es einfach nicht. Wer wie die GRÜNEN als Sachverständigen für digitale Bildung Prof. Manfred Spitzer oder wie die CDU Prof. Ralf Lankau benennt, der weiß schon vorher, was er hören will. Beide mögen in ihrem eigenen Fachgebiet ja durchaus kompetent sein, wenn auch der Psychiater Spitzer sich mittlerweile den Ruf eines Verschwörungstheoretikers erarbeitet hat und der Grafiker und Kunstpädagoge Lankau als genereller Kritiker der Digitalisierung und digitaler Bildung ausschließlich von Zukunftsskeptikern herangezogen wird. Dass diese beiden Sachverständigen Sie in Ihrem rückwärtsorientierten Weltbild bestärkten, ändert nichts daran, dass Sie zu den eigentlichen Fragestellungen nichts Weiterführendes beitragen konnten. Aber das war ja auch Ihre Erwartung, Ihre Absicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Landesregierung und der Koalition, nehmen Sie endlich die Lebenswirklichkeiten auch im Bereich der digitalen Bildung zur Kenntnis. Schaffen Sie die Voraussetzungen, dass Schulen sich erfolgreich auf den Weg machen können. Der Minister bzw. der Staatssekretär wird nachher wahrscheinlich versuchen, uns die bisherigen mehr als zaghaften Ansätze der Landesregierung zur Realisierung der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt als nachhaltiges Engagement zu verkaufen. Tatsächlich steht fest, dass Hessen hier vollkommen unzureichend agiert.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will es auf den Punkt bringen. Es muss endlich Schluss damit sein, dass uns auf unseren Schulhöfen das Zeitalter der Smartphones und der Tablets herrscht, während drinnen in den Klassenräumen diese Landesregierung die Kreidezeit konserviert. Wie ist denn die Situation an unseren Schulen? Viele Schulträger sind trotz chronischer Finanzknappheit der Kommunen längst ihrer Verantwortung gerecht geworden und haben ihre Schulen in vorbildlicher Weise mit modernster Technik ausgestattet. Und, meine Damen und Herren, es ist eine Schande für unser Land Hessen, wenn wir in vielen Schulen beobachten müssen, dass diese Ausstattung weitgehend ungenutzt veraltet, weil die Landesregierung sich lieber damit beschäftigt, die Kultusverwaltung in Hessen Land auf Land ab mit CDU-Parteigängern zu durchsetzen, statt unsere Lehrerinnen und Lehrer fit für die Digitalisierung zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was wir brauchen, ist endlich ein abgestimmtes Konzept zwischen dem Land und den Schulträgern. Das immer wieder als vorgeblicher Leistungsnachweis angeführte Programm Schule in Zukunft ist dabei unstreitig ein unverzichtbarer Baustein. Aber verstärktes Engagement sieht auch hier anders aus. Für die Weiterentwicklung und Fortführung des Programms haben Sie lediglich die Mittel in bisheriger Höhe fortgeschrieben, wenn man eine Verstärkung sucht. Fehlanzeige, wie so oft bei dieser Landesregierung. Das Engagement des Landes reicht schon lange nicht mehr aus, um die tatsächlichen Bedarfe zu decken. Nicht einmal die notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, nämlich der Ausbau und die Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen digitalen Infrastruktur einschließlich flächendeckender Glasfasernetze, ist in Hessen gewährleistet. Die Ausstattung aller Schulen mit der erforderlichen Hard- und Software weitgehend noch Fehlanzeige. Ein besonderes Trauerspiel ist es, wie Sie die Schulen im Stich lassen, wenn es dort, wo die Infrastruktur immerhin besteht, darum geht, diese Infrastruktur auch fachkompetent zu warten und die benötigten digitalen Lehr- und Lernmaterialien bereitzustellen. Insgesamt kann man nur sagen, Ihre finanziellen Anstrengungen sind viel zu gering. Im Haushalt sind bisher eingeplant für 2018 4,8 Millionen € und für 2019 3,95 Millionen €. Dazu kommen möglicherweise für 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 6,2 Millionen €, 2019 von 5,49 Millionen €, die allerdings der Zustimmung des Finanzministers zur Inanspruchnahme bedürfen. Der bleibt damit die selbst ernannte eierlegende Wollmilchsau. Der Kultusminister dagegen bleibt sein Bittsteller, dem das ohnehin zu kleine Würstchen vor die Nase gehängt wird. Wenn also Thomas Schäfer es erlaubt, dann soll mit diesen schmalen Mitteln etwas mehr finanziert werden, Weiterentwicklung, Schule, Zukunft und. Wenn man sich die Zahl der Maßnahmen anschaut, hat man schon den Eindruck, das Geld soll jeweils fünfmal ausgegeben werden. Die Befürchtung ist, es wird dann gar nicht ausgegeben. Meine Damen und Herren, dieser Etat wird nicht ausreichen, um die Zukunftsaufgaben zu erfüllen. Und der Verweis auf den angekündigten Digitalpakt der Bundesregierung reicht auch nicht aus. Nachdem schon in der letzten, damals noch mittelgroßen Koalition in Berlin ausgestellte ungedeckte Schecks der Frau Wanka zu Protest gegangen sind, zeichnet sich bei dem jetzt angekündigten Scheck der verbliebenen Mini-GroKo eine ähnliche Entwicklung ab. Von den ursprünglich angekündigten 5 Milliarden € verbleiben jetzt nur noch 3,5 Milliarden € für diese Legislaturperiode. Vor allem aber sieht der Bund insoweit zu Recht die Länder in der Pflicht. Ich zitiere das einmal wörtlich, weil es das so deutlich macht. Das heißt dort, Bund, Länder und Schulträger werden gemeinsam die erforderliche IT-Infrastruktur und die für digitales Lernen erforderlichen Technologien aufbauen. Der Bund stellt für diese Aufgaben 5 Milliarden € in 5 Jahren zur Verfügung, davon 3,5 Milliarden € in dieser Legislaturperiode. Und dann kommt der entscheidende Satzteil, die Länder- und Kommunalinvestitionen ergänzen, nicht ersetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das heißt nichts anderes, als dass Sie selbst Farbe bekennen und vorrangig in die digitale Bildung investieren müssen. Die von uns geforderten originären Landesmittel in Höhe von jährlich mindestens 50 Millionen € sind nur das Mindestmaß. Das kann nur der Anfang sein. Das seit Jahren vorgeschobene Warten auf finanzielle Unterstützung vonseiten des Bundes zeugt von einem mangelnden Verantwortungsbewusstsein seitens der Landesregierung
und bringt die Schulen, die sich der Zukunftsaufgabe stellen wollen, erneut an Belastungsgrenzen. Meine Damen und Herren, wir brauchen die Entwicklung und Einrichtung einer Bildungscloud und die Wiederbelebung und Weiterentwicklung des Bildungsservers. Hier muss man feststellen, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Man kann sagen, die Wüste lebt noch nicht wieder, aber immerhin sind Spuren von Leben erkennbar, etwa wenn das Portfolio Medienbildungskompetenz als Bestandteil der Lehrerbildung hervorgehoben wird auf Möglichkeiten der Schullernplattform Schulmoodle oder das Programm Mahara hingewiesen wird. Hoffentlich tut sich etwas, Herr Staatssekretär. Bremsen Sie nicht wieder Ihre Mitarbeiter. Und man hört neuerdings auch etwas munkeln von einer immerhin schon im Ministerium wenigstens diskutierten landesweiten Arbeitsplattform für Schulen, einem Schulportal, auf dem Unterrichtsmaterial bereitgestellt werden soll, wie die Möglichkeit der Organisation oder des Lehr- und Lernmanagements. Herr Staatssekretär, wenn Sie sich hier endlich auf den Weg machen sollten, werden Sie unsere Unterstützung haben. Allein uns fehlt der Glaube, dass Sie nach 4 Jahren Stillstand jetzt auf den letzten Metern dieser Landesregierung zu dem nötigen Aufbruch noch in der Lage sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, letztlich muss klar sein, dass digitale Bildung weit mehr als die Bedienkompetenz beinhaltet und deshalb besondere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte stellt. Deshalb ist es notwendig, Curricula und Bildungsstandards anzupassen und weiterzuentwickeln, Vermittlungskonzepte zu erarbeiten und neue Lehr- und Lernmaterialien zu entwickeln. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein letzter Satz. Als Mann fühle ich mich immer unterschätzt, wenn es heißt, Männer seien deutlich weniger als Frauen das, was man in Anlehnung an die digitale Welt multitaskingfähig nennt. Mit Blick auf die Spitze des Kultusministeriums muss ich diesen Eindruck allerdings leider bestätigen. Es braucht wohl wieder mehr Frauen an der Spitze. Vielleicht geht es dann voran mit der Digitalisierung unserer Bildung. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Feilmann, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir kehren jetzt einmal zurück zur Sachlichkeit. Und um es gleich vorweg zu sagen, Digitalisierung der schulischen Abläufe und die damit verbundenen Chancen ist ein wichtiges Thema für die Hessische Landesregierung und diese tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNE. Bereits 2016 hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, dass bis 2021 jede Schülerin und jeder Schüler eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen soll. Ein wichtiger Bestandteil des Beschlusses, Herr Greilich, sagt aber ganz deutlich, dass dieses unter der Prämisse steht, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist. Man hat also erkannt, dass Digitalisierung um der Digitalisierung willen auch durchaus kontraproduktiv sein kann und man somit jeweils sehr genau prüfen muss, ob es für die Schüler im Einzelfall förderlich ist oder nicht. Meine Damen und Herren von der antragstellenden FDP-Fraktion, Sie versuchen mit Ihrem Antrag das Bild zu stellen, als wäre das Thema noch nicht so richtig bis zur Landesregierung durchgedrungen, und es bedürfe Ihrer Initiative, hier den entscheidenden Anstoß zu geben. Seien Sie beruhigt, so ist es nicht. Mit Ihrem Antrag beweisen Sie lediglich, dass Sie das Herunterbeten von Selbstverständlichkeiten und politischen Phrasen beherrschen. Meine Damen und Herren, digitale Ausbildungsinstrumente den Schülern überzustülpen, ohne ausgereifte dahinterliegende Konzeption, macht keinen Sinn. Die Schule muss die Kinder an das Verständnis für einen sinnvollen und verantwortungsvollen Gebrauch von Informationstechnik und Internet heranführen. Dazu gehört im Vorfeld meiner festen Überzeugung nach als vorderste Priorität die Vermittlung grundlegender Kulturtechniken wie bisher auch. Das Beherrschen der analogen Welt ist unabdingbare Voraussetzung für das Erarbeiten von zielführenden Anwendungstechniken für digitale Medien. Hierfür genügt es nicht, sich mit dem Handy in sozialen Medien bewegen zu können und Bilder verbreiten zu können. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ganz kurz abschweifen zur Bundespolitik, aus der Sie sich seitens der FDP, als klar wurde,
welche große Verantwortung auch Sie hätten schultern müssen, ganz schnell verabschiedet haben, was Sie allerdings nicht daran hindert, sofort wieder vollmundige Forderungen und Verbesserungsempfehlungen an diejenigen zu formulieren, die sich der Verantwortung stellen wollen. Meine Damen und Herren, der Koalitionsvertrag der Fraktionen von CDU, CSU und SPD weist breite Handlungsweisen und Ziele zum Thema Digitalisierung aus. Das ist unter anderem Ausfluss der Erfahrungen, welche die Koalitionspartner in den jeweils von Ihnen verantwortlich geführten Landesregierungen sammeln konnten. Und hier haben auch die in der Hessischen Landesregierung Verantwortlichen wichtige Beiträge geleistet, um ein rundes und zukunftsweisendes Paket zu schnüren. Die Hessische Landesregierung ist keinesfalls erst seit Kurzem an dem Thema der Digitalisierung dran, was Sie unter anderem am Strategiepapier Digitales Hessen erkennen können. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der FDP, sich hier zu präsentieren, als wäre man die einzige Kraft, die sich in diesem Land ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, ist schon ganz schön vermessen. Jedoch nicht nur in dem genannten Strategiepapier, sondern vor allem auch in der Beantwortung Ihrer Kleinen Anfrage vom März 2017 haben Sie eine Fülle von Aussagen erhalten, aus denen Sie unschwer erkennen können, wie vielfältig die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Implementierung immer neuer Ausbaustufen der Digitalisierung auch an den Schulen sind. Es ist schon absolut unverständlich, wie Sie nach einem Jahr nach Erhalt der Antworten der Landesregierung einen Antrag in der vorliegenden Form stellen können. Sie haben es offensichtlich noch nicht verstanden, dass Digitalisierung mehr ist als das bloße Implementieren von Technik. Digitalisierung bedeutet das Ineinandergreifen unterschiedlichster Maßnahmen und Techniken, damit ein stimmiges Gesamtpaket den Schülerinnen und Schülern ebenso wie den Lehrern tatsächlich entscheidende Vorteile bringt. Und das braucht nun einmal auch einfach Zeit. Die Hessische Lehrkräfteakademie trägt hierzu bei, indem sie Konzeptionen entwickelt und zur Verfügung stellt für kompetenzorientiertes Unterrichten mit digitalen Medien, den Einsatz von Lernplattformen, den Einsatz von Tablets im Unterricht, das Arbeiten mit E-Portfolios im Unterricht und Lehrerbildung oder für den Einsatz von pädagogischen Schulverwaltungsnetzwerken. Die Hessische Landesregierung unterstützt die Schulträger im Rahmen der Medieninitiative Schule et Zukunft. Hier stehen weit mehr als 4 Millionen € über das Schulbudget zur Verfügung. Die Schulträger werden ständig angehalten, im Rahmen des Breitbandausbaus vorrangig die Schulen mit Anschlüssen zu versorgen, um einen reibungslosen Einsatz der Hard- und Software sicherzustellen. Sie mögen aus dieser Auflistung erkennen, dass die Hessische Landesregierung, unterstützt von den sie tragenden Fraktionen, alles andere als untätig ist, die Schulen mit einer sinnvollen Digitalisierungsoffensive in der Weiterentwicklung zu begleiten. Die Schulen erfahren aber auch noch weitere Unterstützung in der Neuausrichtung des Beratungs- und Informationssystems. Die Medienbildung hat hohe Priorität, und Sie können sich anhand einer Checkliste Medienbildung orientieren. Die staatlichen Schulämter wurden verstärkt, um die Schulen nachhaltig bei der Einführung neuer Medienkonzepte zu unterstützen. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir zuallererst gut ausgebildete Lehrkräfte benötigen, um die Kinder entsprechend an die neuen Medien heranzuführen. Auch hier verweise ich auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage. Wenn Sie diese aufmerksam lesen, werden Sie unschwer erkennen, dass hier bei weitem kein Stillstand der Rechtspflege vorherrscht, sondern entsprechende Maßnahmen in erheblichem Umfang bereits laufen. Um das breite Feld der Nutzung neuer Medien abzudecken und die Lehrkräfte gut aufzustellen, ist vor allem auch hervorzuheben die Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk und der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. In dieser Kooperation werden Fortbildungsangebote umgesetzt wie Medientage für Lehrkräfte, Projekte zum Medienschutz für Kinder und Jugendliche oder auch das Projekt Internet ABC für den Grundschulbereich. Hierdurch werden Lehrkräfte umfassend geschult im kompetenten Einsatz digitaler Medien. Auch in der Lehrerausbildung ist mit den Hochschulen längst eine Vielzahl an Außenfortbildungsprojekten vereinbart. Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass es eine Menge an Bausteinen gibt, die dazu geeignet sind, den Beschluss der KMK bis 2021 eine sinnvolle digitale Lernumgebung zu schaffen, auch zielführend anzuwenden, umzusetzen. Ich hatte es aber schon angedeutet.
Die Einführung digitaler Medien und die immer weiter fortschreitende Nutzung auf allen Gebieten schulischen Handelns kann nur von Erfolg gekrönt sein, wenn die Schülerinnen und Schüler auch die Gefahren im Umgang mit neuen Medien kennenlernen. Die meisten Schülerinnen und Schüler bewegen sich wie selbstverständlich in der digitalen Welt, und das ist auch gut so. Wenn die jetzt in der Schule befindlichen jungen Menschen die Schule nach erfolgreichem Abschluss verlassen, werden sie in der Ausbildung, gleich wie diese erfolgt, und dann im späteren Berufsleben mit einer schon oftmals voll digitalisierenden Umgebung konfrontiert. Es muss aber auch deutlich vermittelt werden, dass es neben allen Vorzügen der Digitalisierung auch eine Fülle von Gefahren wie Datenmissbrauch, Kostenfallen und Cybermobbing gibt. Sie darin zu unterweisen, diesen Gefahren zu begegnen, ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe der schulischen Ausbildung. Vor allem müssen die Lehrer geschult werden, die Schüler hier sachkundig zu unterweisen. Dazu dienen die Handreichungen für den Jugendmedienschutz mit den umfangreichen Informationen zu den Risiken digitaler Kommunikation. Auch rechtliche Aspekte werden darin beleuchtet, und ein wichtiges Kapitel umfasst speziell Maßnahmen für den Grundschul- und Förderschulbereich. Meine Damen und Herren, was ich bisher gesagt habe, bezog sich im Wesentlichen auch auf die allgemeinbildenden Schulen. Natürlich ist die digitale Welt und die Digitalisierung schulischer Abläufe auch im Bereich der beruflichen Schulen ein immerwährendes Thema. Die immer rascher fortschreitende Innovation von digitalen Systemen in den Fertigungsprozessen, aber auch die immer modernere und leistungsfähigere Ausstattung mit neuen Medien in den Dienstleistungsgewerben stellen die beruflichen Schulen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Um hier Schritt zu halten, bedarf es einer fortwährenden Weiterbildung der Lehrkräfte. Damit dies gelingen kann, wird das Angebot zwischen der Hessischen Lehrkräfteakademie, der Hessischen Landesstelle für Technologiefortbildung, dem Hessischen Kultusministerium und den staatlichen Schulämtern systematisch koordiniert. Besonders für den hochinnovativen technischen Sektor sowie im Bereich der Digitalisierung werden Hessen spezielle Fortbildungsangebote durch die Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung vorgehalten. Meine Damen und Herren, damit die digitale Bildung mit neuen Medien ein Erfolgsmodell werden kann, Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Müssen digitale Lernumfelder entstehen, die eine tatsächliche Verbesserung bringen. Angesichts des Ziels der KMK für 2021 befindet sich die Landesregierung auf einem guten Weg. Meine Damen und Herren von der FDP, zaghaftes Vorgehen können Sie uns sicher nicht vorwerfen. Deshalb wird Ihr Antrag bei uns auf keine positive Resonanz stoßen. Vielen Dank, Herr Kollege Feilmann. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Geis von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sagen erst einmal besten Dank an die FDP-Fraktion für diesen Antrag, der uns wirklich gut gefällt. Der Schlüssel zum sozialen Aufstieg und gleichen Lebenschancen für alle Menschen liegt bekanntermaßen in der Bildung. Das ist keine neue Erkenntnis. Denn sie befähigt Menschen zur Selbstbestimmung, sozialer Verantwortung, und sie ist entscheidend für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Weil die Digitalisierung seit den 90er-Jahren rasant voranschreitet, ist in heutigen Zeiten die digitale Bildung entscheidend für die Teilhabe an einer digitalisierten Welt. Digitale Teilhabe ist soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche und in zunehmendem Maße auch politische Teilhabe. Dass sich die zunehmende Digitalisierung und Medienentwicklung aber auch unmittelbar auf den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler und damit direkt auf ihre Zukunftschancen auswirken, das, meine Damen und Herren, hat die Landesregierung bis heute nicht wirklich verstanden. Die Kultusministerkonferenz dagegen fordert sogar eine digitale Revolution an unseren Schulen. Der Erwerb zukunftsfähiger Kompetenzen im kritischen Umgang mit digitalen Medien und Informationen muss deshalb ebenso wie der Aufbau einer grundständigen IT-Kompetenz integraler Bestandteil heutiger Bildungsziele sein.
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule besteht im Kern darin, Schülerinnen und Schüler angemessen auf das Leben in der derzeitigen und künftigen Gesellschaft vorzubereiten und sie zu einer aktiven und verantwortlichen Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben zu befähigen. Mit digitaler Bildung verhindern wir die digitale Spaltung der Gesellschaft. Darüber hinaus erleichtert der Einsatz digitaler Medien sehr individualisierte und kooperatives Lernen und verbessert die Qualität und die Chancengerechtigkeit des Bildungssystems. Wie Sie schon sagten, Smartphones, Tablets und Computer bestimmen seit Jahren den Alltag von Kindern und Jugendlichen und sind unerlässlich für eine Vorbereitung auf die spätere Arbeitswelt. Doch in den hessischen Schulen, in denen die Grundlagen gelegt werden müssen, herrscht in diesem Hinblick Kreidezeit. Dabei ist die Digitalisierung in der Bildung in weiten Teilen der Bundesrepublik längst Alltag. Die Geschwindigkeit, mit der neue Technik Einzug in die Schulen, Berufsschulen und Hörsäle hält und sich weiterentwickelt, ist sehr hoch. Nur in Hessen kriecht man wieder der Entwicklung hinterher. Hier findet jedenfalls keine digitale Revolution statt. Um beim Sinnbild der Schnecke zu bleiben, der Landesregierung mangelt es erkennbar nicht nur am politischen Willen, digitale Bildung als zentralen Schlüssel zur Teilhabe zu begreifen. Voraussetzung zu einem chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung ist auch, dass im Rahmen der kommunikativen Daseinsvorsorge ein flächendeckender Zugang zum Netz sichergestellt ist und Unterschiede bei der Qualität und Geschwindigkeit des Internetzugangs durch den konsequenten Ausbau der Breitbandversorgung überwunden werden. Aber in der Frage, meine Damen und Herren, lässt die Landesregierung die Kommunen und Landkreise mal wieder alleine im Regen stehen. Der weitaus schwerwiegendere Grund für eine digitale Spaltung liegt aber nicht am infrastrukturellen Zugang zum Netz, sondern in der Verteilung der Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien. Während Menschen mit geringer formaler Bildung und geringem Einkommen nur zu etwa 60% im Netz aktiv sind, sind es bei höher gebildeten und besser verdienenden über 90%. Ebenso wie im Nutzungsgrad zeigt sich aber auch in der Qualität der Nutzung erhebliche Unterschiede, die dem kompetenten Nutzer eine aktive Teilhabe ermöglichen. Nun mögen Sie selbstschützend argumentieren, die Unterschiede der Mediennutzung zwischen den Generationen würde alleine durch die demografische und gesellschaftliche Entwicklung mit der Zeit zurückgehen. Am sozialen Faktor der digitalen Spaltung ändert sich aber vor all dem nichts. Auch da ist die Landesregierung in der Pflicht, meine Damen und Herren. Dabei, und das darf man nicht herunterspielen, sind die Gefahren dieser verschlafenen Entwicklung immens. Soziale Netzwerke unterstützen zwar soziale Kontakte, auch in der realen Welt. Nahezu jedes Kind hat heute jedoch gleichzeitig ungehindert Zugang zu jugendgefährdenden Inhalten. Die Problematik von Mobbing und Diskriminierung verschärft sich in sozialen Netzwerken, gerade für Menschen, die nicht oder nicht hinreichend Kompetenz an der Digitalisierung teilnehmen. Die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft ist ein Grundanspruch, der allen Menschen gewährt werden muss. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung große Chancen in der Bildung, denn sie vereinfacht den Zugang zu Wissen und sie ermöglicht die optimale Individualisierung von Lernprozessen. Interaktive, multimediale und vernetzte Arbeitsmaterialien werden in den Klassenraum geholt, Inhalte sind von überall aus zugänglich und ermöglichen lebendige Lernerfahrungen und nachhaltige Lernerfolge. Dabei darf Digitalisierung natürlich kein Selbstzweck sein. Es geht nicht darum, digitale Bildungsinhalte allein in einem Pflichtfach wie Informatik zu vermitteln, sondern in allen Bereichen des Lebens und Lernens, überall dort, wo es sinnvoll ist. Die Entwicklung und das Erwerben der notwendigen Kompetenzen für ein Leben in einer digitalen Welt gehen über notwendige informatorische Grundkenntnisse weit hinaus und betreffen alle Unterrichtsfächer. Sie können daher keinem isolierten Lernbereich zugeordnet werden. Der Medienkompetenz kommt als fächerübergreifender Baustein der schulischen digitalen Bildung eine viel zentralere Rolle zu.
Unser Bildungssystem muss die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, Medien zu verstehen, zu beherrschen, zu verwenden, zu gestalten und zu bewerten. Bei der Medienkompetenz geht es folglich nicht nur um die technische Befähigung, sondern auch um einen kompetenten Umgang der digitalen Medien und Informationen. Noch nie war es so einfach, an Informationen zu gelangen, und noch nie so schwer, ihre Wahrheit, ihre Relevanz und ihre Glaubwürdigkeit zu bewerten. Gerade deshalb ist es wichtig, schon früh die Fähigkeit auszubilden, mit der Vielfalt an Informationen souverän und verantwortungsvoll umzugehen, sowie diese bewerten und einordnen zu können. Die neue Bundesregierung wird, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, hoffentlich schnell die Initiative ergreifen und gemeinsam mit den Ländern, Kommunen und Akteuren aus allen Bildungsbereichen eine gemeinsame Strategie für digitales Lernen entwickeln und umsetzen, die die Chance der neuen Medien für gute digitale Bildung entschlossen nutzt. Dass das Kooperationsverbot endlich fallen soll, viel zu spät, aber besser als nie, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Bildung ist aber nach wie vor Ländersache, und es entbindet die Landesregierung nicht von ihrer Verantwortung, verloren gegangene Zeit endlich aufzuholen. Es ist für die bildungspolitische Zukunft des Landes unerlässlich, dass Schülerinnen und Schüler die neuen Medien selbstbewusst und kreativ nutzen, aber auch mit Risiken, etwa in Bezug auf Suchtverhalten, Mobbing, sexistische, gewaltverherrlichende Inhalte und das Thema Datenschutz verantwortlich umgehen lernen. Gleichzeitig soll die Chancen der neuen Medien konsequent zur Gestaltung innovativer Lehr- und Lernprozesse und damit zur individuellen Förderung jedes Einzelnen herangezogen werden. Dazu benötigen die Schulen Ausbau, Wartung und Administration der technischen Infrastruktur, entsprechend qualifizierte Lehr- und Fachkräfte sowie die Versorgung mit schnellem Internet. Und da, Herr Weilmann, gestatten Sie mir eine Frage. Wenn Sie sagen, dass in der Lehrerausbildung Veränderungen in diesem Bereich gemacht werden müssen, warum haben Sie die in den letzten 4 Jahren eigentlich nicht gemacht? Wir müssen den kompetenten Umgang mit digitalen Medien und der Erwerb medienpädagogischer Kompetenzen zu Grundbestandteilen der Ausbildung von Lehrkräften machen. Wir müssen digitale Bildungsinhalte in den Bildungsplänen, Ausbildungs- und Studienordnungen verankern. Wir müssen den Einsatz digitaler Unterrichtsmedien in Schulen zu alltäglichen Vorgängen machen. Wir müssen ermöglichen, dass digitale Lerninhalte dann auch frei verfügbar sind, wenn von jedem Einzelnen bearbeitet und neu kombiniert werden können. In inklusiven Bildungssituationen braucht es innovative Konzepte bei der Auswahl und dem Zugang der Lehr- und Lernmaterialien, die Unterschiede akzeptieren, Individualität unterstützen und für alle fruchtbar machen. Nur wenn uns ein chancengerechter Aufbau der Medienkompetenz gelingt und wir die Menschen zur digitalen Selbstständigkeit befähigen, schaffen wir es, Sie müssen zum Ende der Rede kommen, ja, Frau Kollegin. Dass zukünftig alle Menschen an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenzialen der Digitalisierung in Hessen teilhaben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Geis. Als nächster Redner spricht nun Kollege May von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege May, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man sich so die Reden der Oppositionspolitiker anhört, dann hat man ja den Eindruck, dass die Menschen bei uns im Lande mit der Umsetzung der Digitalisierung in unseren Schulen sehr unzufrieden sein. Und da hatte ich im Hinterkopf, na ja, gab es vor kurzem erst eine Untersuchung, und da ist das ja ganz praktisch mit dieser Digitalisierung. Da kann man auch so auf, hier im Plenarsaal auf so kleinen Geräten mal gucken, was war denn das?
Und da musste ich nach wenigen Klicks dann auch feststellen, ja, da gab es am 4. Dezember 2017, das ist ja nicht so lange her, eine Mitteilung der Deutsche Telekom Stiftung. Die haben eine Untersuchung gemacht, die fängt damit an, Lehrkräfte in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz bewerten das Lernen mit digitalen Medien in ihren Schulen am besten. Und weiter, die Lehrkräfte in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz bewerten das eigene Lehren und Lernen mit digitalen Medien deutlich besser als ihre Kollegen in übrigen 13 Bundesländern. Also das nur mal so zur Einordnung in die Debatte am Anfang eingeführt. Und es ist ja vollkommen klar, der Prozess der Digitalisierung ist als Gegenstand des Unterrichts und gleichzeitig eben als Möglichkeit, den Unterricht zu verbessern, eine große Chance. Was die allgemeinen Aussagen am Anfang des FDP-Antrags angeht, ist hier auch manches richtig. Aber insgesamt muss man feststellen, dass im FDP-Antrag sich wenig Neues wiederfindet, was das Thema voranbringen kann. Es ist völlig unstrittig, dass Digitalisierung für Bildung eine große Chance bietet. Und diese Landesregierung hat in diesem Bereich auch vieles auf den Weg gebracht. Es ist schon vieles in diesem Zusammenhang genannt worden. Aber weil das eben gerade von der Vorrednerin auch noch einmal gesagt wurde, was denn sozusagen den Breitbandanschluss angeht, dann möchte ich Sie daran erinnern, dass gerade diese Landesregierung mit dem Programm Schulen als Netz sich darum verdient gemacht hat, den Schulen auch einen Breitbandanschluss zu geben. Von daher sollten Sie sich an dieser Stelle auch noch einmal kundig machen. Die Digitalisierung die kann tatsächlich Unterrichtsinhalte greifbar machen, kann Unterricht bereichern. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen berichten, dass ich für mein erstes Staatsexamen eine Unterrichtseinheit im Bereich explorative Datenanalyse gemacht habe. Das ist etwas, was man im Mathematikunterricht machen kann und was ohne digitale Medien vollkommen unmöglich wäre in der unterrichtlichen Einsatz, weil einfach der Aufwand, wenn man das händisch machen würde, wäre so groß, das ginge nicht. Und von daher ist das, glaube ich, ein Beispiel, das ginge ohne Digitalisierung nicht. Während des Referendariats habe ich dann wieder im Matheunterricht diese Software noch einmal eingesetzt. Da war es dann allerdings in der Mittelstufe im Stochastikunterricht. Und da nur ergänzend, weil es mir da sinnvoller erschien, und das wird auch so allgemein gesehen, dass man das nur unterstützend einsetzt, aber die Schülerinnen und Schüler besser die Vorgänge begreifen, wenn sie auch selbst einmal ein Zufallsexperiment ausgewertet haben, wenn sie auch einmal selber rechnen. Dass auch das ist hilfreich. Anstatt wenn man den Computer alles rechnen lassen würde, wäre das, glaube ich, für den mathematischen Kompetenzaufbau nicht förderlich. Ich habe mal diese beiden Punkte herausgegriffen als Beispiele, um Ihnen deutlich zu machen, ja, Digitalisierung kann einen großen Mehrwert haben, aber es ist eben kein Selbstzweck, digitale Medien im Unterricht einzubinden, sondern ihr Einsatz muss, wie jeder andere Medienansatz auch, sorgsam überlegt sein. Und was in der Initiative der FDP-Fraktion meines Dafürhaltens viel zu kurz kommt, ist, dass die Digitalisierung an sich auch insofern Gegenstand des Unterrichts sein muss, dass die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft an sich thematisiert werden müssen. Und mindestens genauso wichtig weiter, dass Jugendliche und Kinder medienkompetent werden, dass sie ihren eigenen Medienkonsum einschätzen können und digitale Medien richtig einordnen können. Es ist festzustellen, dass bereits Kinder mit digitalen Medien, mit Endgeräten hantieren, die internetfähig sind, und dass sie mit diesen internetfähigen Endgeräten eben nicht nur Zugriff auf fr.de oder Wikipedia haben oder auf Tutorials für den Mathematikunterricht, sondern dass sie dort eben auch Zugriff haben auf Propagandavideos des sogenannten Islamischen Staats, auf Seiten von Rechtsextremen oder vieles andere Schlimme mehr. Und das zeigt, dass eben die Chancen auch begleitet werden von großen Risiken. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass in Facebook-Gruppen Hetze verbreitet wird, dass dort Fake News verbreitet werden oder dass in WhatsApp-Gruppen Mobbing gibt. Und von daher gilt für uns Grüne, wir finden es dringend notwendig, zu thematisieren, was machen mobile, internetfähige Endgeräte mit unseren Kindern und Jugendlichen, wo sind die Gefahren und Missbrauchsquellen, um dann unsere Schülerinnen und Schüler stark zu machen, digitale Medien richtig zu nutzen. Das ist für uns Grüne ein verantwortungsvoller Umgang mit der Digitalisierung. Und der unkritische Ansatz der FDP geht, glaube ich, an dieser Stelle am Ziel vorbei.
Die FDP hat ja stattdessen vor Kurzem plakatiert, Digitalisierung first, Bedenken second, oder vielleicht sollte es eigentlich eher heißen, Denken second. Und wenn man sich das in diesem Bereich der Digitalisierung, den unkritischen Ansatz anschaut, dann wird eben deutlich, dass die Sorgen und Nöte, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern haben, die schon einmal in Kontakt mit gefährlichem Medienkonsum geraten sind, die schon Suchtverhalten bei Medienkonsum wahrgenommen haben oder gesehen haben, wie Mobbing sich auswirkt, dass diese unkritische Art und Weise eine verantwortungslose Art und Weise ist, sich dem Thema Digitalisierung zu nähern. Und jetzt wird von der FDP ja auch gefordert, das Land müsste ganz viel Geld in die digitale Infrastruktur auf den Weg bringen. Auch an dieser Stelle soll mal gesagt werden, also erstens ist das richtig, dass mehr Geld für digitale Infrastruktur an den Schulen notwendig ist. Aber auch an dieser Stelle wären wir schon um einiges weiter, wenn sich der Herr Lindner nicht einfach vom Acker gemacht hätte, wenn er sich nicht einfach davon gelindert hätte. Es war vollkommen unstrittig zwischen den Sondierungspartnern, dass man den Digitalpakt voranbringen möchte. Und an dieser Stelle wären wir schon viel weiter, und wir wären mit dem Digitalpakt schon viel weiter, wenn Sie sich an dieser Stelle nicht aus der Verantwortung gezogen haben. Nun ist der Antrag der FDP an vielen Stellen sehr unbestimmt. Er führt auch in weiten Teilen auch nichts Neues aus. Bedauerlich fand ich den Redebeitrag in diesem Zusammenhang der Kollegin Geis, weil die Kollegin Geis ja erst letzten Spätsommer, Herbst eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt hat und in dieser Anfrage in der Antwort auch zum Besten gegeben wurde, was die Landesregierung in diesem Bereich schon alles auf den Weg gebracht hat. Schade war, dass Sie das heute nicht zur Vorbereitung Ihres Redebeitrags herangezogen haben. Und wenn Sie von der FDP sich das noch einmal anschauen würden, dann würden Sie feststellen, dass Sie dort in Ihrem Antragstext keineswegs weitergegangen sind als das, was die Landesregierung ohnehin schon vorhätte. Neben den vielen unbestimmten Zielen der FDP gibt es dann ein ganz konkretes Ziel, nämlich das da heißt, und das wird dann als vorrangig bezeichnet, dass nämlich jedem Schüler und jeder Schülerin und jedem Lehrer und jedem Lehrer ein Tablet gestellt werden sollte. Und selbst wenn die 50 Millionen €, die Sie im Antrag, wenn die zur Verfügung stünden, dann ist es doch leicht zu ersichtlich, wenn Sie mal von einem durchschnittlichen Kaufpreis von 250 € günstig gerechnet ausgehen würden und das dann auf die Anzahl der Personen hochrechnen, wären das 215 Millionen €, sagen wir 210 Millionen € bei einer durchschnittlichen Dauer der Nutzung von 3 Jahren, wären Sie also schon bei 70 Millionen €, die Sie erst einmal zur Verfügung haben müssten. Und vor allen Dingen stellt sich die Frage, was wäre denn durch diese isolierte Maßnahme gegeben? Ich will es einmal so ausdrücken. Das isolierte in die Hand drücken von Tablets macht noch niemanden digital fit. Sie können das daran feststellen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Abgeordneten in diesem Saal auch Tablets oder Smartphones benutzt und dadurch trotzdem nicht zum IT-Fachmann oder zum Programmierer geworden ist, sondern im Gegenteil, der Service Desk des Landtags, was die Computerausstattung angeht, glaube ich, nicht arbeitslos ist, sondern immer noch viele von uns dort Hilfe benötigen. Das zeigt doch ganz deutlich, allein ein Gerät in die Hand zu drücken, das nutzt überhaupt nichts, sondern zuerst müssen wir uns darüber klar werden, was wollen wir erreichen, und dann die notwendigen Medien besorgen. Es ist uns Grünen vollkommen klar, wir haben noch große Herausforderungen, was die Digitalisierung an den Schulen angeht. Vor uns übrigens nicht nur an den Schulen. Das Thema Digitalisierung an Hochschulen in der beruflichen Bildung kommt bei Ihnen gar nicht vor. Aber ich glaube, dass Ihre Pauschalkritik dort meilenweit vorbeigeht. Aus grüner Sicht sind folgende Eckpunkte für die Einbindung der Fragen der Digitalisierung für die weitere Entwicklung der schulischen Bildung von besonderer Bedeutung. Damit möchte ich schließen. Erstens. Inhalte und Kompetenzen mit Medieneinsatz abstimmen, sinnvoller Einsatz von digitalen Medien in allen Fächern definieren. Zweitens. Digitale Selbstbestimmung für Schülerinnen und Schüler fördern. Drittens. Medienbildung, Medienkompetenz als Querschnittsthema schulischen Unterrichts. Und viertens. Informationstechnische Grundbildung und Stärkung der Informatik voranbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege May. Als nächste Rednerin spricht Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Natürlich gibt es Gründe, warum man sich hier im Landtag mit digitalem Lernen befassen muss. Insofern ist der Antrag der FDP natürlich auch zu begrüßen, denn er eröffnet die Möglichkeit, dieses Thema hier zu behandeln. Jetzt leider beschränkt sich der Antrag in den meisten Punkten vorrangig auf die Ausstattung der Schulen mit technischen Geräten und behandelt die Punkte sehr oberflächlich, die sich mit der Erziehung und Bildung im digitalen Bereich wirklich auseinandersetzen. Ich mache das einmal an drei Beispielen deutlich. Unter Punkt 1 des Antrags wird gesagt, dass neue Technologien Raum für Kreativität und Neugier bieten und immer wichtiger für spätere Berufe werden. Also klar, für spätere Berufe ist ein gekonnter Umgang mit digitalen Medien sicher unabdingbar, aber Kreativität lernen Kinder in diesem Feld eher begrenzt. Wenn die FDP damit die Notwendigkeit digitaler Medien in den Schulen begründen will, dann kann man nur sagen, beschäftigen Sie sich einmal mit Entwicklungspsychologie, werte Damen und Herren. Kreativität und Neugier lernen Kinder beim Begreifen, beim Bewegen, beim Handeln. Und Kreativität entwickelt sich zuerst analog in der Erkundung der Welt und in Interaktion mit ihr. Virtuelle Kreativität ist davon abhängig, ob man diese Entwicklungsschritte gehen und die Voraussetzungen für abstraktes Denken überhaupt erlernen konnte. Oder der Punkt 2 Ihres Antrags. Da steht neben einigem Richtigen, Sie sehen digitale Medien als Möglichkeit zur Binnendifferenzierung. Also jetzt bin ich ja Sonderpädagogin und kann Ihnen sagen, viel wichtiger ist bei der Binnendifferenzierung, dass die Lehrkräfte diagnostische Fähigkeiten haben und erkennen, warum ein Kind etwas nicht begreifen kann. Und als Nächstes müssen Lehrkräfte auch wissen, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit ein Kind die Schritte zum Verständnis auch gehen kann. Bevor ich es vor den Computer setze und mit Übungen beschäftige, brauche ich als Lehrerin eine Vorstellung davon, ob nur ein Lernrückstand aufgeholt oder vielleicht die Wahrnehmung noch aufgebaut werden muss. Und natürlich muss ich wissen, wie sich Denken entwicklungspsychologisch fortentwickelt. Und das sind die wichtigen Dinge bei der Binnendifferenzierung und nicht, ob mein Computer mehr oder weniger hat. Und drittens. Digitale Medien lösen nicht die Herausforderungen eines Bildungssystems der Zukunft, jedenfalls nicht allein. Sie sagen in Ihrem Punkt 5, 50 Millionen € jährlich müssen in die digitale Bildung gesteckt werden. Sie meinen aber nicht Bildung, sondern die Ausstattung der Schulen mit technischen Geräten, und das ist etwas ganz anderes. Und jetzt bin ich ja nicht gegen Geld für die Ausstattung von Schulen mit technischen Geräten, damit das jetzt nicht hier falsch verstanden wird. Aber die Herausforderungen an ein Bildungssystem der Zukunft, die liegen vielmehr in einer guten individuellen Förderung, in einem vielfältigen Angebot von Möglichkeiten, die wirklich Kreativität fördern, in der Minderung von Chancenungerechtigkeit oder kurz gesagt in einer Schule, die eigenständiges kritisches Denken befördert. Und da sind digitale Medien dann nur ein Mittel wie andere Arbeitsmittel in der Schule auch. Und klar ist, da hat die Frau Geis darauf hingewiesen, nicht alle Schülerinnen und Schüler finden zu Hause aufgrund der finanziellen Ausstattung des Elternhauses digitale Medien vor. Die Schule muss die vorhalten und muss da auch erziehen. Aber dazu komme ich gleich. Für die Idee, die diesem Antrag zugrunde liegt, ist es Kapitel 14 des Abschlussberichts der Enquetekommission Bildung eine gute Ausgangsbasis. Dort wurde immerhin differenziert die Möglichkeiten und Probleme der Digitalisierung dargestellt. Sowohl die Einlassungen der Sachverständigen als auch die übereinstimmenden Handlungsempfehlungen der Fraktionen zeigen nämlich zweierlei. Einerseits sollten die Schulen mit digitalen Medien natürlich ausgestattet werden. Aber digitale Bildung ist vor allem die Erziehung zur Medienmündigkeit, die Prävention vor Manipulation, die Prävention vor Sucht, vor Cybermobbing,
eben der kritische Umgang mit der Technologie. Und nicht umsonst ist dieses Kapitel das nachdenklichste und kritischste Kapitel des Enquete-Berichts. Tatsächlich müssen nämlich zahlreiche pädagogische Fragen im Vorfeld geklärt werden, bevor ein umfassendes Konzept zum Thema digitale Arbeit in Schulen vorgelegt werden kann. Derzeit ist ja noch nicht einmal geklärt, so grundlegende Fragen wie, ab wann sollen Kinder in der Schule mit digitalen Medien konfrontiert werden? Welche Gefahren müssen berücksichtigt und thematisiert werden? Welche Fortbildungen sind für alle Lehrkräfte diesbezüglich notwendig? Wir stehen bei diesem Thema noch ganz am Anfang, und das muss sich natürlich tatsächlich dringend ändern. Wir sollten unbedingt zu einer Diskussion zu den Fragen kommen, wie und mit welchen Inhalten zukünftig in den Schulen auf dem Feld der Digitalisierung gearbeitet wird. Ich frage Sie daher, wann und wo ist der Zeitpunkt und der Ort, um sich konstruktiv und über Parteigrenzen hinweg mit diesen Fragestellen gründlich auseinanderzusetzen? Dem Zufall oder jeder einzelnen Lehrkraft kann man die Digitalisierung nicht überlassen. Da ist diese Landesregierung längst in der Verantwortung. Aber ich fände eine Arbeitsgruppe notwendig, die sich mit den Basics auseinandersetzt. Dazu Fachleute aller relevanten Richtungen, vom IT-Spezialisten über Entwicklungspsychologen, Pädagogen bis hin zur Motorikforschung und schließlich natürlich auch die zuständigen Politikerinnen und Politiker, die müssten zusammengebracht werden. Und da reicht das Programm Schule et Zukunft bei Weitem nicht aus. Natürlich brauchen Schulen auch digitale Arbeitsmittel. Das gilt ganz besonders für die Berufsschulen. Die müssen meiner Ansicht nach zuerst ausgestattet werden. Und da habe ich auch nicht so viele Vorbehalte. Die Frage nach den Mitteln, um also allgemeinbildende Schule technisch auszustatten, ist aber nicht die erstrangige Frage. Wenn wir nicht einmal wissen, ab wann und in welcher Form wir digital arbeiten wollen, können wir noch gar keine Aussagen darüber treffen, wie viel Geld wir in die Hand nehmen müssen, um die Schulen alle bedarfsgerecht auszustatten. Keine Ausstattung mit Computern ohne Konzept, formuliert der Bericht der Enquete-Kommission. Und weiter steht dort sehr richtig, mit Programmen, welche sich ausschließlich auf die Anschaffung von Computerhardware konzentrieren, ist niemandem geholfen. Im Hinblick auf die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen muss klar erkennbar sein, welche Zielsetzungen verfolgt werden und welcher wissenschaftlich belegbare Nutzen für den Unterricht und die Schulorganisation durch den Einsatz entsprechender Techniken erreicht werden kann. Zielsetzungen müssen die Curricula und Unterrichtskonzepte und in die Schulprogramme eingebunden werden. Zitat Ende. Also, in der Frage der Digitalisierung müssen wir dringend weiterkommen. Aber leider springt dieser Antrag der FDP viel zu kurz. Dennoch bin auch ich der Meinung, man kann nicht immer sagen, wir müssen beginnen und wir müssen erst einmal anfangen, sondern es ist ja schon eine Zeit lang klar, dass diese Entwicklung ansteht, und wir sind in der Gesellschaft mittendrin. Und mit der Ausarbeitung entsprechender Konzepte und Curricula muss jetzt mit Nachdruck begonnen werden, weil das immer nicht voran, sondern hinten dran. Und ebenso mit einer Konzeption zur Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Das kann man nicht weiter nach hinten schieben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Für die Landesregierung spricht nun Staatssekretär Lösel. Dr. Lösel, bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Schülerinnen und Schüler müssen erfolgreich an einer zunehmend digitalisierten Welt teilhaben können. Deswegen ist die Digitalisierung des Lehrens und des Lernens eine zentrale Maßnahme der Bildungspolitik dieser Landesregierung. Die von der FDP in ihrem Antrag formulierte Auffassung, dass als Voraussetzung für digitales Lernen umgehend alle hessischen Schüler und Lehrer mit Tablets ausgestattet werden müssen, teilen wir, der Abgeordnete May ist bereits darauf eingegangen, allerdings nicht. Zum einen wäre die von Ihnen geforderte Summe von 50 Millionen € bei ca. 760.000 Schülerinnen und Schülern und 60.000 Lehrkräften für die Anschaffung und Wartung der Geräte bei weitem nicht ausreichend.
Zum anderen, und das ist eigentlich der noch viel wichtigere Punkt, ist eine flächendeckende Ausstattung mit Tablets im Hauruck-Verfahren weder klug noch pädagogisch sinnvoll. Der Einsatz von Tablets und sonstigen mobilen Endgeräten im Unterricht setzt vor allem die Qualifizierung von Lehrkräften voraus. Diese stellen wir passgenau und in breitem Ausmaß zur Verfügung. Einige Beispiele. Wir bieten fachliche Unterstützung an, wenn Kollegien Medienbildungskonzepte erstellen möchten. Das ist aktuell an ungefähr 100 Schulen in Hessen der Fall. Konkret beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Lehrkräfteakademie die Kolleginnen und Kollegen dieser 100 Schulen jeweils in 5 begleitenden Workshops. Ein anderes Beispiel. Für das kommende Schuljahr bereiten wir ein Angebot für ganze Kollegien einer Schule zur Einstiegsqualifizierung vor. Dieses Angebot richtet sich speziell an Schulen, die bisher noch wenig mit dem Thema digitale Bildung in Berührung kamen. Diese Kollegien führen mit unseren Fachberatern einen pädagogischen Tag durch, der als Ziel hat, die Bildung mit digitalen Medien im Schulprofil festzuschreiben und konkrete Schritte der Umsetzung gemeinsam festzulegen. Unsere Lehrkräfteakademie bietet kontinuierlich Fortbildungen an, beispielsweise zum Einsatz von Lernplattformen, zum Arbeiten mit Smartboards, zum Arbeiten mit E-Portfolios und natürlich auch, Frau Abgeordnete Geis, zur Qualifizierung von Jugendmedienschutzberatern und IT-Beauftragten. Über unsere staatlichen Schulämter und die Medienzentren gibt es Fortbildungs- und Beratungsangebote, z.B. zum Umgang mit sozialen Netzwerken oder zur Nutzung von bestimmter Lernsoftware. Unsere Kooperationspartner, die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und auch der Hessische Rundfunk, erweitern die breite Palette an Fortbildungsangeboten. Internet-ABC für Grund- und für Förderschulen der LPR haben bisher 350 Lehrerinnen und Lehrer teilgenommen. An Medienfachtagen, Video-, Radio- und Online-Projekten des Hessischen Rundfunks knapp 400 Lehrerinnen und Lehrer. Das ist nur eine kleine Auswahl einer Palette von 1.168 Fortbildungen, die seit Anfang des vergangenen Jahres zum Thema Medienbildung auf der Datenbank der Lehrkräfteakademie akkreditiert wurden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben uns mit den kommunalen Partnern verständigt, dass dort, wo die Schulträger die IT-Infrastruktur bereitstellen, wir die Fortbildungsmaßnahme liefern. Es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn eine Lehrkraft in einem hervorragend ausgestatteten digitalen Lernumfeld nicht in der Lage ist, die entsprechenden Medien zu bedienen. Vermutlich haben Sie Erinnerungen an die eigene Schulzeit, als vielleicht eine Lehrerin oder ein Lehrer nicht mit der Technik im Sprachlabor so gut umgehen konnte. Heute haben wir Weit-Overhead-Projektor. Das ist ein anderes Beispiel, Frau Wissler. Heute haben wir Whiteboards, deren Einsatz im Unterricht natürlich oft lohnend ist. Der Umgang mit ihnen will aber erlernt sein. Und genau deswegen, Herr Abgeordneter Greilich, arbeiten wir Hand in Hand mit den Schulträgern. Nur wenn wir an einem Strang ziehen, kann eine Medieninfrastruktur entstehen, die letztlich für unsere Schülerinnen und Schüler gewinnbringend ist. Die technische Ausstattung und Anbindung der Schulen ist Aufgabe der Schulträger. Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Schulträger bei der Breitbandanbindung der Schulen. Aktuell ist bereits die Hälfte unserer Schulen an schnelles Internet angebunden bzw. ist die Anbindung projektiert. Unser Ziel ist natürlich, dass alle hessischen Schulen möglichst schnell von gigabitfähigen Anschlüssen profitieren. Hessen hat deswegen weitere 20 Millionen € Fördermittel reserviert, die von den Schulträgern als Kofinanzierung genutzt werden können, sobald der Bund die nächste Runde seines Förderprogramms zur Schulanbindung gestartet hat. Mit KIP II, KIP macht Schule, steht den Schulträgern in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen eine weitere Finanzierungsmöglichkeit der digitalen Infrastruktur der Schulen zur Verfügung.
Darüber hinaus, es wurde jetzt schon vielfach angesprochen, unterstützen wir als Kultusministerium bereits seit 2001 die Schulträger bei der IT-Ausstattung durch unser Programm Schule et Zukunft mit 2,75 Millionen € jährlich. Wir können hier auf gewachsene Kooperationsstrukturen aufbauen, die wir auch zur Umsetzung des Digitalpakts mit dem Bund, um noch kurz auf dieses Thema zu kommen, nutzen werden. Die Kultusministerkonferenz hat sich zur Vorbereitung des Digitalpakts bereits im Juli des vergangenen Jahres in einem gemeinsam mit dem Bund erarbeiteten Eckpunktepapier verpflichtet, Maßnahmen zur Lehrerbildung auszubauen. Dafür haben wir in Hessen wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Wir haben digitale Bildung in der Lehrerbildung phasenübergreifend angelegt. Das heißt, im Austausch mit den hessischen Universitäten und den Studienseminaren ist es unser Bestreben, dass Lehrerinnen und Lehrer schon im Studium und im Vorbereitungsdienst den didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Medien erlernen. Wir haben auch die Anpassung der curricularen Vorgaben in Angriff genommen. Mit einem Praxisleitfaden unterstützen wir unsere Lehrkräfte in Form von konkreten Unterrichtsbeispielen. Die digitale Bildung geschieht natürlich auch bei den Unterrichtsmaterialien. Die Bildungsmesse Didakta hat vor wenigen Tagen im Februar gezeigt, der Markt bietet ein schier endloses Angebot, zum Beispiel von Lernprogrammen, von Diagnoseprogrammen, von Vokabel-Apps, von Lernvideos und von vielem mehr. Zum Teil sind diese Angebote kostenlos zugänglich. Es ist nicht die Aufgabe des Landes, wie im Antrag der FDP gefordert, weitere Materialien zu entwickeln. Es ist unsere Aufgabe, die Qualität der zahlreichen vorhandenen digitalen Angebote zu prüfen und dadurch unsere Lehrerinnen und Lehrer bei der Auswahl geeigneter Bildungsmedien zu unterstützen und zu entlasten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die besondere Aufgabe besteht allerdings darin, technische Fragen wie die der Kompatibilität und rechtliche Fragen wie die des datenschutzkonformen Einsatzes zu klären. Darüber hinaus geht es immer wieder auch um Fragen der Barrierefreiheit dieser Medien. Zu all diesen Fragen sind wir im Austausch mit den Verlagen. Abschließend noch ein Wort zum plattformgestützten Lernen. Das Land wird allen Schulen eine nutzerfreundliche pädagogische Plattform zur Verfügung stellen, die diese zur Unterrichtsorganisation verwenden können, auf der sie sich austauschen können und auf der sie Unterrichtsmaterialien finden können. Wir starten mit einer Pilotversion im kommenden Schuljahr. Diese Vorhaben erfordern Augenmaß, um negative Entwicklungen, wie wir sie zurzeit in anderen Ländern beobachten, hier in Hessen zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund werden wir auch das Forschungsprojekt des Bundes zu einer bundesweiten Schulcloud mit den MINT-EC-Schulen gemeinsam mit unseren hessischen Pilotschulen weiter begleiten. Wir hoffen, dass in diesem Rahmen vor allem datenschutzrechtliche und technische Fragen länderübergreifend geklärt werden können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hessen ist in allen Handlungsfeldern zur Digitalisierung unserer Schulen auf einem guten Weg. Wir nehmen uns der komplexen Herausforderungen gemeinsam mit den vielen Akteuren, die in diesem Feld unterwegs sind, sehr intensiv an. So unterstützen wir unsere Schülerinnen und Schüler. Ich komme zum Schluss. So unterstützen wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr diese Debatte hier auf der Besuchertribüne mitverfolgt, damit ihr erfolgreich an unserer digitalisierten Welt teilhaben könnt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Lösel. Es hat sich noch einmal Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin,
In der Tat, das war zu erwarten, dass ich mich hier noch einmal melden muss. Wenn man sieht, wie müde diese Koalition reagiert, wenn es um das Thema Digitalisierung in der Bildung geht, wenn man sieht, wie diese Fraktionen geschlafen haben bei den Vorträgen ihrer eigenen Redner oder des Staatssekretärs, dann muss doch noch einmal jemand kommen und ein bisschen was zur Sache sagen, damit es auch eine muntere Debatte wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Frömmrich, es wäre halt manchmal ganz hilfreich, wenn man sich in einer Debatte sich auch als Debattenredner betätigt und sich nicht an alten, vorgeschriebenen, aufgeschriebenen Konzepten festhält und diese hier nur vorliest. Das würde manchmal die Sache etwas beleben. Und, Herr Kollege May, wenn ich auf Sie kurz eingehen darf, das ist auch so ein Beispiel, wie hier diskutiert wird von Ihrer Seite. Sie haben einerseits die Tendenz, wir schieben die Realität ein bisschen weg, und dann suchen wir uns irgendwas, was wir zitieren können, nach dem Motto, wir suchen uns die Bröckchen raus, die gerade passen, und den Rest schmeißen wir weg, Herr Kollege Reif. Ich darf nur einmal sagen, dieser Länderindikator 2017 der Deutschen Telekom-Stiftung, der hat in der Tat interessante Erkenntnisse. Und er zeigt auch, und das finde ich sehr erfreulich, dass die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen sich auf einem guten Weg befinden. Das ist in der Tat feststellbar. Dort haben wir eine gute Positionierung. Sie müssen dann aber auch einmal das Gesamtfazit dieser Studie zur Kenntnis nehmen. Denn dort heißt es wörtlich, Moment, ich habe es gleich, hier steht es, die gute Positionierung von Hessen zusammen mit Rheinland-Pfalz in der Spitzengruppe hat im Gesamtfazit die Bedeutung, ob rein technisch oder in pädagogischer Hinsicht, bei der Unterstützung für die Lehrkräfte gibt es nach wie vor einen deutlichen Nachholbedarf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das belegt nicht mehr und nicht weniger, als dass sich die Schulen auf den Weg machen, dass sich die Lehrkräfte engagieren. Es belegt aber nicht, dass sich die Landesregierung oder das Kultusministerium auf den Weg gemacht hätten und dabei das tun, was notwendig ist, insbesondere im Bereich der Lehrerbildung. Das kam ja durchaus bei dem einen oder anderen Beitrag mit zum Vorschein. Und auch dort, ich könnte das jetzt noch ausführen, ich habe mir den Bericht nämlich sehr genau angeguckt, gibt es sehr deutliche Hinweise, was zu tun wäre. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, es ist ja bemerkenswert, das sollte Sie vielleicht irgendwann einmal zum Nachdenken bringen, dass Sie bei solchen Debatten immer Hand in Hand mit der Linksfraktion marschieren. Irgendwo könnte das ja vielleicht einen Hinweis geben, dass die Richtung nicht so ganz die ist, die in die Zukunft und in die richtige Richtung weist. Sie sollten sich einfach klarmachen, dass wir die Kinder, die wir heute ausbilden, die heute in den Schulen sind, dass die nach dem Schulabschluss in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Und darauf müssen wir sie vorbereiten. Denn sie werden im Wettbewerb bestehen müssen, und so mit dem Blick nach hinten, den sie ständig pflegen, wird das nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, ein solches zukunftsgerichtetes Vorgehen, das Geld kostet, ist in anderen Staaten auch kein Luxus, sondern bereits Standard. Und wenn es um Geld geht, wird Ihre Argumentation ja besonders lustig. Da regen Sie sich auf, dass wir nur 50 Millionen € jährlich beantragen. Deutlich gesagt, das kann nur der Anfang sein. 50 Millionen € jährlich rechnet Herr May vor. Das schickt ja noch gar nicht. Da rechnet uns der Staatssekretär vor. Das schickt ja noch gar nicht. Ja, Sie haben recht. Sie haben recht. Wir werden in den nächsten 5 Jahren, wenn wir es ernst nehmen mit der Digitalisierung, pro Schüler mindestens 1.000 € investieren müssen. Und das Geld muss bereitgestellt werden. Dazu brauchen wir das Geld des Bundes, und wir brauchen entsprechende Mittel des Landes. Und die wollen Sie anscheinend nicht zur Verfügung stellen, wenn wir feststellen, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, dass dieses Land unter der Voraussetzung, dass der Finanzminister, der leider schon wieder nicht da ist, die 20 Millionen € auch wirklich freigibt, die er derzeit, wo er den Finger noch drauf hat, dann wollen Sie in 2 Jahren 20 Millionen € zur Verfügung stellen. Das ist so gut wie nichts. Ich will einen letzten Punkt ansprechen, weil Herr Staatssekretär Lösel auch wieder hingewiesen hat auf die großen Probleme des Datenschutzes. Meine Damen und Herren, was Sie hier bieten, ist ein Trauerspiel. Wir haben in den letzten Wochen hier ein Frage- und Antwortspiel gemacht, um herauszukriegen, was denn die Landesregierung zum Thema elektronisches Klassenbuch weiß oder was sie gar tut. Ergebnis war, sie tut nichts. Es gibt keine Ansätze, um das voranzutreiben, was dort notwendig ist.
In anderen Ländern, anderen Bundesländern ist man da deutlich weiter. Sie verstecken sich hinter dem Datenschutz, statt mal mit dem Datenschutzbeauftragten offensiv mit Blick auf das, was in anderen Ländern schon Standard ist, die Dinge in der Tat voranzutreiben, dafür zu sorgen, dass Schulen sich der modernen Technik bedienen können. Sie verbarrikadieren die Zukunft. Danke, Herr Kollege Greilich. Es hat sich noch Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Digitale Medien sind omnipräsent im Leben, so auch in der Schule. Digitale Medien sind hilfreich im Leben und in der Schule. Und digitale Medien sind insbesondere dann hilfreich in der Schule, wenn sie sinnvoll genutzt werden. Digitale Medien sind allerdings, das will ich sehr deutlich sagen, kein Selbstzweck. Ein Selbstzweck, Herr Kollege Greilich, ist allerdings Ihr Vortrag und Ihr Antrag. Wenn Sie hier darüber sprechen, das, was die Landesregierung macht, der Plan, der hier sehr deutlich beschrieben worden ist, der konsequent umgesetzt wird mit dem Blick auf den Digitalpakt und die Verabredungen der Kultusministerkonferenz, der ist gut. Ihre Rede war das Trauerspiel und nicht das, was wir machen und das, was wir an Unterstützungsmaßnahmen für die Schulen auf den Weg gebracht haben. Und insofern sind Sie auch nicht derjenige, der zu bestimmen hat, was der Sache dient und wer hier müde und wer hier munter ist. Fakt ist, Sie blinken permanent in Ihrem Abstimmungsverhalten nach links. Wir handeln, und zwar in der konsequenten Form, dass wir den Menschen helfen und nicht hier ein politisches Schauspiel bieten. Ich will das noch einmal sehr deutlich sagen. Wenn Sie es denn so ernst meinen mit der Digitalisierung, dann hätten Sie ja im Herbst letzten Jahres die Verantwortung auf Bundesebene übernehmen können und an der Stelle dann so viel Geld, wie Sie für erforderlich halten, dort entsprechend hinterlegen können, um es dann für die Infrastruktur den Ländern zur Verfügung zu stellen. Da haben Sie sich aus dem Staub gemacht, und das werden wir Ihnen auch tagtäglich wieder aufs Brot schmieren. Wenn es gilt, sind Sie nämlich nicht dabei, Herr Kollege Greilich. Sie sind nur dabei, Herr Kollege Greilich, wenn es hier gilt, die Backen aufzupusten, dicke Sprüche zu kloppen. Das ist Ihre Art und Weise, Politik zu machen, Dinge zu versprechen und zum Schluss zu sagen, Edgy-Badge, ich bin für nichts verantwortlich. Das will ich Ihnen sehr deutlich sagen. Deswegen noch einmal zur Sache. In allen relevanten Bereichen hat diese Landesregierung eine Erfolgsbilanz vorzuweisen. Das beginnt bei der Lehrerbildung. In allen Phasen haben wir die digitale Bildung hinterlegt, in der ersten, in der zweiten und in der dritten Phase. In einem Kraftakt bilden wir diejenigen Kolleginnen und Kollegen fort. 60.000 sind an den Schulen tätig, die noch nicht als Digital Natives auf die Welt gekommen sind. Aber die nehmen wir mit. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Stichwort Prävention. Da reden wir nicht drüber, wir machen es. Wir haben eine Kooperation mit dem AR. Wir haben eine Kooperation mit der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Wir haben die digitalen Helden. Wir haben den Mediaserver. Ich könnte das jetzt fortsetzen bis dort hinaus. Dies ist ein Querschnittsthema. Ja, da tut es weh. Aber das ist schön. Jetzt werden Sie auch wach. Das freut mich. Dann kümmern wir uns mal ein bisschen um Sie. Sie haben nämlich zu dem Beitrag gar nichts zu leisten. Null. Null. Dann stellen Sie sich doch einmal hin und erklären, was Sie vorhaben. Dann kommen Sie doch einmal hierher. Erklären Sie das einmal vom Rednerpult aus. Dann machen wir das einmal so. Noch einmal zur Sache. Die digitalen Medien sind ein Querschnittsthema. Das gilt auch für sämtliche Unterrichtsfächer. Und deswegen will ich noch einmal eins deutlich sagen, was in diesem Land läuft. Die größte, bitte etwas mehr Ruhe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die größte digitale Baustelle in Europa ist in Nordhessen. Dank der Unterstützung der Hessischen Landesregierung, und ich gucke Tarek Al-Wazir an, dank der Hessischen Landesregierung 150 Millionen € Darlehen für Breitbandausbau. Nirgendwo geht es so gut, nirgendwo geht es so schnell wie in diesem Land, die größte digitale Baustelle. Und das lassen wir uns von Ihnen nicht kaputtreden, meine Damen und Herren.
Und da haben wir noch mehr zu bieten als Land. Da haben wir noch viel mehr zu bieten als Land. Da haben wir das Kommunale Investitionsprogramm 2. 500 Millionen € nimmt diese Landesregierung und diese Koalition in Hand, um die Schulen ans Netz zu bringen. Das lassen wir uns von Ihnen nicht kaputtreden. Und im Übrigen, natürlich sind wir willens und freuen uns darüber, wenn der Bund dem Land Geld gibt. Das ist gut und richtig. Das werden wir in der Kooperation Bund, Land und Kommune gut nutzen. Da können Sie sicher sein. Aber was nicht geht, ist hier Kritik hasten und klein und kaputtreden. Unterm Strich, da hören Sie einmal auf Ergebnisse der Deutschen Telekom Stiftung. Nirgendwo geht es so gut wie in Bayern, Hessen und an der Stelle ausnahmsweise auch in Rheinland-Pfalz. Das bewerten die Lehrerinnen und Lehrer. Da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Ein bisschen mehr Ruhe, bitte. Auch gerade von mir aus gesehen links. Danke schön. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir überweisen den Antrag der FDP, also bitte ein bisschen mehr Ruhe. So, jetzt kann man noch wieder etwas verstehen. Wir überweisen den Antrag der FDP, Drucksache 19 6159, in den KPA.